Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen in der neuen Handelswoche, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Traderinnen und Trader. Heute, ja, zum Wochenauftakt sprechen wir natürlich wieder über ein paar interessante Ideen aus den Charts. Heute habe ich für Sie einen Blick in den Nikkei, in das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen und Euro. Kandola, Elena, einen schönen guten Morgen hier in die neue Handelswoche. Für dich auch einen guten Start in die neue Woche. So heiß, wie es in unserem Büro ist, ist es an den Aktienmärkten oder an den Währungsmärkten nicht immer, aber Bewegung gibt es trotzdem und da schauen wir gleich mal rein. Zuvor bitte der Risikohinweis für Sie: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit gleich noch einen Blick auf unsere Tagesnachrichten. Ich hatte es ja am Freitag in der Wochenvorschau schon gesagt. Ich denke, die allerwichtigsten Termine, wo die Händler weltweit drauf schauen, ist die Sitzung der FED am Dienstag und Mittwoch. Am Mittwoch gibt es dann entsprechend den Zinsentscheid und, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, auch die FED-Sitzung bzw. das Protokoll, was dann noch am Mittwoch herausgegeben wird. Heute um 16 Uhr deutscher Zeit aus den USA gibt es schwebende Hausverkäufe für den Monat Juni. Was gibt es heute noch im Laufe des Tages? Am Vormittag gibt es aus der Eurozone so ein bisschen um das Thema Geschäftsklima, Verbrauchervertrauen. Um 14 Uhr gibt es dann noch den Verbraucherpreisindex für Deutschland. Also das alles interessante Nachrichten, jetzt von der Relevanz nicht ganz so hoch angesetzt wie eine Notenbanksitzung, das ist ganz klar. Aber die Woche startet und damit auch die ersten Nachrichten. Und ich würde sagen, gehen wir doch direkt in die Charts hinein. Und wenn Sie mögen und hier live zuschauen, dann scheuen Sie sich nicht. Wenn Sie eine Frage zu einem Chart haben, stellen Sie ruhig direkt live hier im Chat Ihre Frage und dann können wir hier in Ihren Wunschchart auch hineinschauen. Wir beginnen hier mit dem Tageschart vom Nikkei. Das Kürzel, Sie sehen es oben, JP225. Ich habe hier für Sie den Tageschart vorbereitet. Ich mache den mal ganz kurz etwas kleiner, dass wir etwas mehr an Historie sehen, damit Sie wissen, worum es mir hier entsprechend auch geht. Also Sie sehen hier mal in schwarz eingezeichnet der momentane Abwärtstrend. Gekennzeichnet ist die Chartsituation hier auch über zwei interessante Dinge, die zu sehen sind. Schauen Sie sich mal die Hochs hier oben an. Wir haben hier einen Markt mit fallenden Hochpunkten und gleichzeitig fallende Tiefpunkte. Diejenigen, die sich so ein bisschen mit Trends auskennen, wissen, das sind markante Dinge für einen abwärts laufenden Markt. So, das ist mal jetzt das, was wir hier entsprechend sehen. Die blaue Linie, wir haben immer den Anlauf oben gesehen, dann hier schöne Umkehrsignale von oben nach unten. Jetzt haben wir hier in dieser Situation natürlich weite Spannen und da hat halt der Markt gemacht, hier untergeordnet einen entsprechenden Trend zu bilden. Ja, das ist jetzt das Geschehen im kurzfristigen Trading-Bereich. Lässt sich sowas auch hervorragend über den Stundentrend traden. Da können wir dann auch gleich nochmal reinschauen. Aber ich möchte hier das große Bild zeigen und in dem großen Bild finden wir halt genügend Ansätze auch für die kleineren Zeiteinheiten hier, auch für das kurzfristige Trading, weil ich weiß, es schauen auch viele zu, die gerne auch im kurzfristigen Trading aktiv sind und die Punkte, an denen entsprechend Bewegung entsteht, die entsteht ja so oder so, egal in welcher Zeiteinheit. Wenn jetzt ein Index um 20 Punkte steigt oder fällt, fällt er ja in jeder Zeiteinheit um diese Punktezahl. Aus diesem Grund macht der Blick hier entsprechend auch in den großen Zeiteinheiten durchaus Sinn. Was war hier in der letzten Woche gegeben? Sie sehen es selbst anhand der Kerzen. Wir hatten hier in der letzten Woche auch schöne Kursanstiege. Wir hatten hier unten diesen Bereich von 22.348 Punkten, als der Markt hier aufgedutzt ist und dann schön nach oben gedreht ist. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben wir hier steigende Notierungen gesehen. Am Freitag kam es, wie ich das im Webinar am Freitag auch schon gesagt habe, es gibt da immer mal so die Situationen, dass nach einer guten Woche auch mal Gewinne mitgenommen werden. Hier gab es dann am Freitag hier dieses entsprechende Umkehrsignal, diese Kerze, die am Tag komplett abverkauft wurde, nochmal schön gestiegen ist und danach
nach unten gefallen ist, aus der Woche etwas Gewinnmitnahme mitgegangen sind. Die Kurse verharrten dann sozusagen hier im Bereich des Donnerstags. So, was passiert jetzt? Jetzt haben wir hier die Situation. Ich habe Ihnen das mal ein bisschen versucht einzuzeichnen. Wir haben jetzt hier einen Markt, der jetzt schon wieder beginnt zu fallen. Das heißt, nach einer solchen Kerze setzt sich so eine Schwäche fort. Kann es ja passieren, dass sich hier ein sogenannter Down-Move entwickelt. Das heißt, wir haben hier den ersten Schub nach unten gehabt. Das war jetzt die Korrektur. Das wäre dann der zweite Schub in diese Richtung. Wenn wir dann unter die 22.348 Punkte-Marke laufen, haben wir hier wieder einen stabilen Abwärtstrend, der erstmal dann im Raume steht. Bis dahin kann man in den untergeordneten Zeiteinheiten das Ganze sehr schön traden. Also das heißt, setzt sich diese Schwäche hier fort, die Kurse fallen weiter. Dann, Sie sehen es hier, wir hatten die beiden Tagestiefs hier von 22.529 und 22.508. Das sind einmal hier die Tagestiefs vom, jetzt muss ich mal das Kreuz, das Fadenkreuz anmachen, das sind die Tagestiefs vom 26. und 25. Juli. Nach unten hin ist da noch ein Tagestief abzufrühstücken. Das ist das vom 24. und das liegt hier unten bei 22.405 Punkten, bevor hier dieser wichtige Support kommt. Und hier entscheidet sich dann spätestens, ob der Markt nach unten läuft und einen Abwärtstrend macht. Das wäre dann ein ideales System, weil dann hätten wir zwei Trends in die gleiche Richtung fließen. Das heißt, hier dieser neu gebildete Trend in diesen schon bestehenden Trend. Interessant. Dann hätten wir natürlich die Anlaufpunkte hier auf der Unterseite. Also dann wäre mittelfristig nach unten hin einiges da, was der Markt eventuell mitnehmen könnte, was hier in Zukunft kommen kann. Kommt es zu Stärke hingegen, das heißt, die Märkte sagen, okay, das war es gewesen, dann wäre es natürlich auch möglich, dass wir hier direkt dann irgendwann rumdrehen vor dieser Marke, hier oben drüber steigen über dieses Hoch bei, ich ziehe es mal ganz kurz mit der Maus wieder ran, wir hatten hier das Tageshoch bei, wenn ich das jetzt richtig sehe, ich muss mal etwas näher ranrutschen, die blauen Linien schon ungefähr 22.750 Punkte, die wir hier in diesem Bereich hatten. Schwupp, wenn es da drüber geht, haben wir hier einen aufwärts tendierenden Markt. Erstmal wieder ist in diesem kleinen Trend untergeordnet, wäre das dann aufwärts tendierend. Dann hätten wir hier die Anlaufmarken, die habe ich aus dem Stundenchart rausgesucht bei 22.356, hier oben die Marke von ungefähr 22.868 und dann hier das nächste Hoch, was wir hier haben, das Tageshoch bei 22.921 Punkten. Und das Ganze, weil ich die Stunde schon so oft angesprochen hatte, schauen wir uns einfach auch mal im Stundenchart an. Ich zoome das mal kurz etwas zurück, dass wir hier etwas mehr Historie sehen. Also Sie sehen, wie gut diese Korrekturen und Bewegungen, also hier jetzt sozusagen, das war der große Aufwärtstrend, dann hatten wir jetzt hier diesen ersten Abwärtsschub nach unten, dann hatten wir hier die letzten Tage, Montag bis Donnerstag letzter Woche und danach hier diesen Schub nach unten und Sie sehen, die Stunde ist mittlerweile abwärts gerichtet, sie hat diesen Aufwärtstrend hier nach oben hin gebrochen, wir hatten hier nochmal so einen Schub nach unten, dieses Level ist rausgenommen worden und jetzt haben wir hier entsprechend den Abwärtstrend, setzt sich das, wie schon gesagt, fort, haben wir hier dieses Tief noch wegzunehmen von 22.507 Punkten und danach wäre der Weg erstmal nach unten hin geebnet, dass wir hier den Schub nach unten ein Stück weit auch mitnehmen könnten. Kommt es hier wiedergekehrt zu steigenden Preisen, dann sehen Sie halt hier, wo ich sie hergenommen habe. Ich habe in den Stundenchart einfach mal reingeschaut und geschaut, wo waren denn hier bei dieser Abwärtsbewegung markante Hochpunkte und das sind jetzt die, die noch über sind. Das heißt, hier in diesen Bereichen genannt habe ich sie ja schon und Sie können sie hier am Rand auch lesen. Damit würde ich sehr gern zum nächsten Währungspaar gehen und zwar ist das US-Dollar-Schweizer-Franken. Das Währungspaar macht den Anfang in unserer heutigen Währungsbesprechung. Hier auch wieder im Tageschart ein wenig größer mache ich das für Sie noch. Was hatten wir hier seit dem schönen starken Anstieg? Das hatten wir ja schon besprochen, diesen Anstieg. Zwischen hier 0,95709 auf 1,006 hier in diesem Bereich hier oben rein. Da kam es hier an dieser Stelle hier oben am 13.07. zum ersten Umkehrsignal, wo der Markt dann auch runtergelaufen ist. Mittlerweile haben wir hier einen nach unten laufenden blau eingezeichneten Trend. Wir schwingen hier so ein bisschen seitwärts hin und her, aber wir sehen halt auch, also seitwärts, es geht hier nicht wahnsinnig doll hoch, wahnsinnig doll runter. Sie sehen, der Markt kommt irgendwie immer ins Medium hier zurück. Aber was interessant ist hier für den mittelfristigen Bereich, wir haben
haben jetzt hier oben zwar den Deckel drauf, aber wir sehen hier, schauen Sie sich mal die Tiefskurse an, die laufen so Stück für Stück nach oben. Also wir haben leicht ansteigende Tiefkurse, das heißt, die Händler fangen immer früher an zu kaufen. Und an der Stelle, wo wir jetzt sind, kann halt beides passieren. Deswegen habe ich hier mal den Fokus heute für Sie drauf geworfen. Das heißt, wir haben hier einmal diesen blauen Trend, der hier nach unten läuft. Das ist die eine Sache. Die zweite ist jetzt der Stundentrend. Den habe ich für Sie hier mal in Magentafarben eingezeichnet. An dieser Stelle, hier hatten wir am Freitag einen deutlichen Rückgang nach unten in diesem Bereich, aber Sie sehen es halt, das war jetzt die Korrektur des Stundentrends, der lief halt wirklich weit runter. An dieser Stelle kann jetzt prinzipiell beides passieren, dass wir steigende oder fallende Kurse sehen. Also Nummer eins kann passieren, dass sich dieser Stundentrend einfach weiter fortsetzt, wir dann nach oben laufen oder dieser Stundentrend bricht und wir nach unten laufen. Wir schauen es uns gleich in der Stunde an. Für das zweitgenannte Szenario hätten wir dann hier entsprechend diesen Support um 0,99013 im Chart liegen, der erstmal angelaufen werden würde. Das würde dann sozusagen hier in Richtung dieses abwärtsgerichteten blau markierten Trends gehen. Wenn das Ganze gebrochen wird, wäre der nächste Support, den wir hier im Chart sehen, bei 0,98575 hier unten. In diesem Bereich im Chart auch zu sehen. Auf der Oberseite, Sie sehen es hier, haben wir ein paar Tageshochs liegen, die dann interessanterweise angelaufen werden können. Das heißt, einmal hier dieser Hochbereich vom Freitag und danach geht es weiter hier auf dieses Tageshoch vom 20.07. bei 1,00095 bzw. hier dieser Peak nach oben am 19.07. bei 1,00415, bevor der Markt dann hier wieder in diesen Widerstandsbereich oben reinläuft. Und ich habe es Ihnen gesagt, wir schauen jetzt einfach mal in den Stundentrend hinein, denn dieser Stundentrend ist aufwärts gerichtet. Das mache ich mal kleiner, dass wir etwas mehr an Kurshistorie sehen. Also Sie sehen es hier mal im Großen eingezeichnet, das ist hier der magentafarbene Trend, den wir auch gesehen haben, gerade im Tageschart. Und jetzt haben wir hier untergeordnet, Sie sehen es auch wieder schon, einen aufwärts tendierenden Markt. Das heißt, der Markt möchte hier so Stück für Stück nach oben. Das heißt, hier dieser Bereich, den wir hier im Chart sehen, hier um diese Kursmarke unten rum, das ist jetzt der interessante oder alles entscheidende Bereich. Hier unter diesem Punkt sollten wir nicht mehr laufen, weil dann wäre zumindest erstmal dieses Schublein nach oben gebrochen. Das heißt, das würde dann dafür sprechen, dass wir hier im ganz kurzfristigen Bereich erstmal wieder abwärts tendieren und dann hier in diesen Unterstützungsbereich bei 0,99013 hineinlaufen. Strebt der Markt allerdings weiter nach oben, ich habe heute irgendwie einen Knoten in der Zunge, dann haben wir hier natürlich dieses Szenario, dass wir die Oberseite anlaufen. Und im Stundentrend wäre das dann erstmal hier ganz klar, hier diesen Bereich hier oben, also dieses aktuelle Hoch, dieses Trendhoch bei 0,99734 im Markt zu erreichen. Also dieses Level sozusagen hier oben an diesem Punkt, das mache ich mal ganz kurz für Sie so zumarkiert, erster Anlaufpunkt hier, das wäre dieser Bereich, gefolgt dann hier, schauen Sie, was haben wir an markanten Hochs, wir haben hier in diesem Abwärtsschub einmal hier diese Marke bei knapp 0,99995, gefolgt dann hier oben von dieser Marke um die 1,00095 und dann haben wir hier oben schon diesen Bereich um die 1,00415. All diese Dinge können Sie schön aus dem Stundenchart hinausnehmen und wer sich sagt, interessant, dann traden wir doch einfach mal den Trend der Stunde, der jetzt hier im Kleinen aktuell nach oben läuft und das Ganze aus den kleinen Zeiteinheiten raus, dann sehen Sie halt hier sozusagen auch die Zusammenflüsse der Zeiteinheiten. Hier haben wir jetzt diese Korrektur in den 5 Minuten, die wir gerade zu Ende gehen sehen haben. Das heißt, wir haben jetzt hier die Bewegung gehabt, jetzt ist die Korrektur und jetzt kommt es halt darauf an, bilden sich hier in den 5 Minuten entsprechend wieder ein Aufwärtstrend. Das heißt, hier Bewegung entsprechend, jetzt haben wir hier die Korrektur im Marktlauf und wenn es dann wieder nach oben läuft, dann haben wir hier entsprechend in den 5 Minuten den Aufwärtstrend laufen und dieser Aufwärtstrend, der läuft dann halt in die Stunde hinein und das wäre dann das Interessante Szenario, was wir hier nach oben schieben könnten. Und wenn wir hier über diesen Punkt entsprechend drauf drüber laufen, hier oben, also über diese Marke, die wir hier haben, dann würden wir ja entsprechend auch über den Stundentrend hinauslaufen und dann sprechen wir halt in den Stundentrend schon wieder von der aufwärtsgerichteten Leistung hier oben drüber. Dann hätten wir hier entsprechend die Trendfortsetzung, Sie sehen es auch eingezeichnet und das wäre dann natürlich das Idealszenario aus der Korrektur der Stunde in entsprechend den
Tag hinein zu traden auf die Oberseite hin. Das wäre hier für das kurzfristige Trading doch interessant, weil dieser Markt halt hier von unten immer eher hochkommt und mittelfristig möglicherweise noch einmal hier oben versucht, die 1.00600 anzulaufen. Vielleicht bricht das ja sogar. Also Sie sehen, nach oben hin ist genug Potenzial da. Nach unten hin haben wir ein paar Absicherungen liegen. Schauen wir einfach, was der Markt hier macht. Und in dem Moment, wo wir hier mit diesem Chart auch in der Besprechung fertig sind, schalten wir nach oben in den Euro-Kan-Dollar. Auch hier erst einmal den Blick in den Tageschart hinein. Hier haben wir in blau markiert den aktuell laufenden Trend. Heißt also, der Markt hier ist abwärts gerichtet und in seiner weiten Bewegung. Das ist jetzt eine Trading-Idee für die mittelfristigen, für die kurzfristigen Trader, vielleicht auch mittelfristig, man weiß es nicht genau, aber ich denke mal, hier handelt es sich um einen Gegentrend-Trade. Was haben wir hier gehabt? Wir hatten nach dieser deutlichen Abwärtsbewegung hier am Freitag ein deutliches Zeichen für eine Umkehr, also erst den starken Schub nach unten und hier ein interessantes Zeichen der Umkehr, wo der Markt halt wirklich nochmal ein Tief gemacht hat und dann intraday doch deutlich zurückgekommen ist. Da kommt es jetzt allerdings drauf an, was der Markt hier an dieser Stelle macht. Sie sehen, nach oben steigen die Kurse weiter, dann hätten wir schon so ein bisschen Potenzial, mal die Tageshochs hier entsprechend anzulaufen. Wenn man sich das Ganze mal auch ausmisst, diese Bewegung hier entsprechend, die wir mal haben, wenn wir die mal ausmessen, der Bereich von 50%, der liegt hier ungefähr an diesem Kerzentief. Warten Sie mal, wir zeichnen den mal hier bei 1,53215. Dort in etwa liegt die 50%-Marke in diesem Markt. Wenn er tief korrigiert entsprechend, wäre halt hier der Markt um die 1,53794 auch noch anlaufbar. Also Sie sehen, es ist doch ein kurzfristig gestrickter Trade. Aber warum soll man den nicht machen, wenn es der Markt hier hergibt, entsprechend hier diesen Trade nach oben hin zu machen? Was in diesem Moment wichtig ist, ich will mal kurz das Fibonacci hier rauslöschen. So, zack, weg damit. Was hier wichtig ist, ist, dass wir auf der Oberseite natürlich dann diesen Aufwärtsschub brauchen. Das heißt, wir brauchen in der Stunde mal wenigstens einen Aufwärtstrend, der sich hier etabliert. Nach unten hin sind wir abgesichert, erst einmal am Tagestief. Das heißt, wenn die Märkte wieder rumdrehen, hätten wir hier den Anlaufpunkt bei 1,51740, beziehungsweise dann gefolgt vom nächsten Tagestief, was wir hier im Chart sehen, bei 1,51414. Wenn es dann noch ein Stückchen tiefer geht, haben wir hier noch das Tagestief vom 14. Juni um die Marke von 1,51191. Und damit schauen wir einfach mal in den Stundenchart hinein, um zu sehen, was hier los ist. Warum ich auf die Idee gekommen bin, Mensch, guck doch einfach mal in die kleineren Zeiteinheiten. Was sehen wir hier? Wir sehen hier untergeordnet jetzt einen Aufwärtstrend am Laufen, ne? Also er ist zwar hier oben knapp gebildet, aber er ist jetzt erst einmal da. Das heißt, wir sehen schon etwas Aufwärtsdynamik. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, was macht der Markt. Das heißt, hier nicht einfach blind reintraden, sondern wirklich zu schauen, wo läuft es hin? Fällt der Markt wieder ab? Das wäre dann ein Zeichen für die weiterlaufende Abwärtsdynamik, die wir gerade im Tageschart gesehen haben, also eher die Unterseite im Markt anzulaufen, also hier den Bereich vom Tagestief vom Freitag. Das wäre das eine. Sehen wir jetzt hier allerdings lediglich eine Abwärtskorrektur, dann hätten wir entsprechend unserer Chartmarktlage hier halt einfach Bewegung gehabt. Wir hatten jetzt hier die Korrektur nach unten. Wir laufen jetzt hier entsprechend wieder nach oben, haben wir leicht auch drüber gegangen. Normales Verhalten, dass man hier nicht gleich wieder massiv die Käufer sieht, das ist ganz klar. Wir sind hier auch nicht in einem Aufwärtstrend, sondern wir sind in einem bestehenden Abwärtstrend, heißt jetzt hier entsprechend Korrektur. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal wieder in den kleinen Bereichen anschauen, das ist halt dann das Interessante, sowas aus den kleinsten Bereichen zu traden, also im kurzfristigen Bereich, dann sehen wir jetzt hier halt auch entsprechend die Aufwärtstrends, die sich hier nach oben gebildet haben, was jetzt auch hier immer flacher wurde. Jetzt haben wir hier den Markt, der jetzt etwas in den Abwärtstrend hineingeht in den 5 Minuten. Und wenn es hier wieder zur positiven Kursdynamik kommt, ja, das wäre dann die Situation, wenn sich hier in den 5 Minuten wieder ein Aufwärtstrend bildet. Ansonsten einfach abwarten, wie der Markt sich nach unten hin entwickelt und hier die Trends nach unten mittraden. Das mal den Fokusblick auf den Euro-Kan-Dollar und damit bin ich für die heutige Besprechung mit den Charts auch soweit durch. Ich schaue gerade nochmal im Chat nach, da gibt es jetzt keine weiteren Chart-Fragen. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich mich sehr, sehr gerne für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere gute Idee mitnehmen und wir sehen uns dann morgen früh hier an gleicher Stelle um 8.30 Uhr wieder. Vorher sehr, sehr gern werfen Sie ruhig einen Blick in den Blog bei Tickmill, um hier früh genug auf die Märkte vorbereitet zu sein. Also, ich wünsche Ihnen einen tollen Handelstag, irgendwo auch eine ruhige Ecke, wo Sie sich von den heißen Sonnentemperaturen mal etwas ausruhen können. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, Ihr Mike Seidel.